What's up, Kate? School. That's it? That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way- Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate. Or Max. Das ist so eine gute Idee. Das ist eine Ocean. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. Was steht da jetzt? I better get dressed and go give back Kate's book. Is that the link to Kate's video? Damn, Victoria is so fucking mean. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. Das wird Konsequenzen haben. Ja. Hello? Water? Sorry. I forgot. Ja, man kennt's. Oops. I forgot about the water pressure. Da wird das Wasser am Eis kalt und man, ja, kenn ich. The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Das hatten wir schon. Passt no one. Wenn man Papiertuch alter ziehen. Ja. Bathrooms. Ach, das ist okay. Und da waren das die Duschen. Und da ist das Klo. Alles klar. Bitte was? Ugh. No fucking way. This is not why I came to Blackwell. And I still have to clean all this crap up after I find Kate's book. Was zum Henker? Oh shit. Nathan's revenge. Even Chloe told me not to go to the principal. Nobody mess with me, bitch. Yeah. Man, this could almost be art if it wasn't so fucking sick and disturbed. Yeah. Man, this could almost be art if it wasn't so fucking sick and disturbed. My desk is a pigsty, but I know it ain't there. Okay. Mal ein bisschen suchen. Of course she just spilled soda on Kate's book. I better fix this fast. Kate needs the book and I don't want to add to her list of problems. Womit nur? Das ist ja kein Rotwein, das wird schon. Fixen. Na, zurückspulen.
Okay, bewegen wir das Glas erstmal weg. Be gone, foul soft drink. Und jetzt nehmen. Aha, you sneaky book. You're mine. Aha. Now I have to wonder if any of these films are based on a true story. Wahrscheinlich nicht. Da waren wir schon. Kleidung anziehen. Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week. And he couldn't even rewind time. Na dann, auf geht's. Bringen wir das Buch zurück und dann... Now I can finally take this back to Kate before I'm late. As if I have to worry about being late anymore. I do have all the time in the world now. Fine, I won't disturb you. Tagebuch, ja, das könnten wir jetzt, könnten wir alles mal durchlesen. Wird da fast mal, ich würde das irgendwann mal später durchlesen. Wenn wir mit allem durch sind. Aha, hier Notizen zu den einzelnen Personen. Das ist sehr viel Text. Fotos, kleine Zeichnungen. Hey Liebling, ich hoffe, du lässt deine Pflanzen verdursten, aber trinkst sie auch nicht. Okay, unbekannte Nummer. Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. Wenn wir hier bedroht. Papa hat ja auch was geschrieben. Dein 18. Geburtstag soll ein besonderer sein. Du bist jetzt erwachsen. Aber immer noch unser kleines Mädchen. Wirf einen Blick auf dein Konto. Gib nicht alles auf einmal aus. Okay. Chloe, das haben wir schon gesehen. Da kommen wir wahrscheinlich gleich zu spät. Das haben wir auch schon gelesen. Warte mal, ich denke, aber wir sind keine Freunde. Ja, okay, das haben wir auch schon gelesen. Oh shit. Now I'm getting anonymous threats? It never ends. This has to be from Nathan. Bugs. But it could be anybody. I better be doubly careful around here, or I could be in serious danger. If Kate, you in there? Yes, I'm here. Come in, Max. Violine. Kate is all alone dealing with this video bullshit. Nicht in deren Sachen und Kram. I hope her mother doesn't disown her. Kate used to play the violin every morning. She stopped last week. Wollen wir gar nicht in deren Sachen umfühlen. Eine Bibel. Aha. Kate even makes notes in her Bible. My parents never once took me to church. I had nothing to rebel against. I don't know what to believe now. Kommt bitte her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ein Bibelwort. Damn, it's the all-American zombie family. It's way too emo in here. Kate isn't that gloomy. Until lately. Poor Kate. She doesn't look good. Hey, Kate. I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? I hate bullies. David Madsen should know better. I was hoping he would. But it's nice to see that you care about me. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right.
Wieso sollte sie? Why does he think that? Because he saw the video. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. Oh, yeah. So why would you go? Lapse of sanity? I just thought I could meet some new people. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Tropfen. Was stinkt nach Tropfen? Oh man. Are you sure it was just one sip? I take a sip at church and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Die Dreckskerle. Ich vermute mal, dass das Kerle sind, wer sonst? Soll jetzt kein Sexismus gegen Männer sein, aber ihr wisst Bescheid. Nathan Prescott? Oh shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Oh nein. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. Nein. And? That's all I remember. I don't know what happened. Ach, I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. What the so, fuck? Who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This Holy is serious crap. Shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Scheiße. Da fehlen mir mal wieder die Worte. Das will was heißen. Würden mir die Worte fehlen. Ich habe da so eine Befürchtung, was mit ihr passiert ist. So, wo können wir das Buch hinlegen? Aber wir wollen hier nicht in ihren Sachen rumwühlen. That's a lot of tears. She's going to go through boxes. Hey, I'm trying to use my powers for good. Jesus Christ. Denk ich ein Foto. Hübsch. Gesichtsfeld. Ouch. She left out Amnation. Sämtliche Dämonen der Hölle hätten mich nicht auf den Inhalt dieses Videos verbreiten können. Wie du Hure Jespel zeigst du dich auf den Augen Gottes. Wie die Hure Jespel. Ich werde mit meiner Gemeinde für die Rettung deiner Seele vor dem ewigen Höllenfeuer beten. Tante Marsch. Ach du Scheiße. Familie hat das Video gesehen. Ach du Schande.
Kate really has a doting father. Wir lesen jetzt hier nicht alles durch. Auch wenn ich es gerne würde. Good Lord. This must be Kate's H.R. Geiger period. So, das Buch. Wie, wo, was? Ja, ich gucke hier nur nach einem. Ich gucke hier eigentlich nur nach einem Ort, wo wir das Buch ablegen können. Maybe Kate has a split personality. Church girl by day, party monster by night. Sicherheit statt Treue. Egal wie sehr ihr einander mögt, ein einziger Ausrutscher kann euer Leben verändern. Ihr habt die Wahl. Am Warten ist nichts auszusetzen. Für weitere Informationen besucht Please Wait and Praise BJT. Oh. Aha. Wir tun das Buch hier hin. So, Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. Absolut. Ja, raus damit. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Und auf keinen Fall hat er geholfen. Should I go to the police? Oha, das ist eine Entscheidung. Ich meine, die Sache ist eigentlich, natürlich sollte man nach Beweisen suchen, aber die Sache ist eigentlich klar wie Kloßbrühe. Es ist unklar. Es ist. Es ist beides. Also, wir sollten zur Polizei gehen und gleichzeitig nach Beweisen suchen. Beides auf einmal, bitte. Holy shit, ich weiß es nicht. Ja, zur Polizei gehen kann sie jetzt. Ja, das kann sie ins. So ein unbedachte Beschuldigung. Okay, wir haben schon einmal falsch gehandelt und sind schon mal zum Rektor gegangen, um Beweise zu haben. Und sind so dermaßen auf die. Jetzt haben wir Drohbriefe bekommen. Das wollen wir ihr nicht auch noch antun. Sammeln wir Beweise und dann führen wir das Arschloch vor. Das ist einfach genau das der richtige Weg. Das ist, weil der ist zu mächtig an der Schule, der ist zu mächtig in der Gegend, der hat drei Eltern. Wenn wir ohne mal zur Polizei jetzt gehen, das ist genau dasselbe Ding wie beim Rektor. Und da hingehen und da jetzt petzen, das ist dann. Damit die ganze Stadt gegen uns, gegen sie. Erst Beweise suchen. If you do that, they won't believe you. You're on video genau. Grabbing at all those guys and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school. Genau, dann werden sie behaupten natürlich, dass sie nicht unter Drogen stand. Make me feel so hopeless. No, Kate. Wird sie das Opfer I just sein. Don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? Wir suchen Beweise und dann. There are other things going on that might help you. Mit allen gesammelten right Beweisen gemein. So I can walk down the halls with people calling mach me das Ding fertig. Thanks, Mistviech. Mit einem Rutsch. Good job, Dr. Max. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Ja, das wollte sie nicht hören, aber. Ja, tut mir leid, das ist. Warum Beweise? Kate's room is usually immaculate. For her, this must be a pigsty. Damn, it's the all-American zombie family. Also versteht mich jetzt nicht falsch. Ich sag das nur zur Beweislast, um die Beweislast zu sammeln. Also versteht mich bitte nicht falsch. Also meine Frage wäre, jetzt können wir das Video sehen. Also jetzt nicht um das zu sehen. Großer Gott, nein. Es ist nicht um sie unter Drogen zu sehen und so, aber das als Beweis ist das Video ist doch das Erste, was man als Beweis einfach mal
In dem Video könnte man eventuell schon erste Sachen sehen, wie man, also das ist, wenn man sich dann, wenn ich jetzt Ermittler wäre und da jetzt gucken würde, würde ich doch erstmal das Video mal, vielleicht nicht mit ihr gemeinsam, weil das wird bei ihr wieder schlimme Erinnerungen hochrufen, aber da mal vielleicht einfach mal drauf gucken und dann gucken, gibt es vielleicht Hinweise dafür, benimmt sie sich komisch, gibt es Hinweise für, also das ist halt geweitete Pupillen und so weiter, dass man halt irgendwie vielleicht da Sachen schon so Indizien finden kann im Video. Kate's art is perfect for a children's book. Dass sie denn unter Drogen stand. Everything looks so fun, colorful and positive. Dann kann man nach weiteren Hinweisen suchen. Versteht ihr, was ich meine? Kate is all alone dealing with this video bullshit. I hope her mother doesn't disown her. Okay, vor die spielt Retro Arch. Betreff, ruf uns an. Kate, dein Vater und ich haben einen verstörenden Anruf von Direktor Wells bezüglich eines Partyvideos von dir erhalten. Unsere Bedenken, dich nach Blackwell zu schicken, scheinen berechtigt. Bitte ruf uns heute Abend nach dem Unterricht an, damit wir dieses ausführlich besprechen können. Ich hoffe, du hast keine Schande über dich und unsere Familie gebracht. Wir beten für dich und ich erwarte, dass du Gott um Vergebung bittest, deine Mutter. Ah, so eine Familie. Verstehe. Vor die verdeckt hier den Button. Why did she cover up the mirror? If she can't look at herself? Können wir nochmal mit ihr reden? Das ist, ich meine, wie können wir jetzt Beweise finden? Jesus, this is intense. If Kate wasn't out of it and is actually telling the truth. Ouch. Okay, she left out damnation. I had no idea that Kate ever hung out with Alyssa and Stella. Ich hab noch einen Brief, glaube ich. Kate really has a doting father. Und das Licht scheint in der Finsternis. Die Finsternis hat's nicht ergriffen. Johannes 1.5. Kate, du wirst immer mein helles Licht gegen Dunkelheit sein. Umarmung, Küsse, Papa. Ja, mal da sein und mal ein bisschen, wäre vielleicht besser gewesen als ein Liebespruch. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal den Raum verlassen. Sammeln wir später noch Beweise in dem Raum. Ich würde aus ermittlerischen Gründen würde ich gerne das Video sehen. Also einfach aus dem, um das zu mal einfach das muss man mal untersuchen, aber einfach mal den, um das einfach mal. Verstehen mich nicht falsch. Die kannst du wiederholen. So, das will ich nicht. Wo war das Handy? Wieso nicht? Okay, ansonsten nice atmospheric shot. Wir treffen mit Freundin. Wir kommen eh schon zu spät. Hey, Brooke. Oh, hi, Max. Did you see the freak snowfall yesterday? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? I will later. Lucky you. I'm sure he'll track you down, Max. I'll see you around. So, wir müssen dann mal. Die Freunde treffen. Hallo Hausmeister.
The birds are flocking around Samuel. Ah, there's Samuel, up early. Hey, Samuel, you're up early. Oh, hello, young Max. I do love the early morning. Everything is so calm and quiet. And I can feel the animals waking up with me. So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the Earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. I so don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. So, lass uns mal nicht noch später kommen. Can't Blackwell have at least one no football zone? Es hat über Nacht wohl geregnet und der Schnee ist getaut. Dies ist Nathans Vater. Diese Nachricht soll dich wissen lassen, dass jeglicher Versuch, meinen Sohn zu diffamieren und zu erpressen, rechtliche Auswirkungen haben wird. Du bist nicht die erste Schülerin Blackwells, die versucht, aber hoffentlich die letzte. Dachte dies als letzte höfliche Warnung. Bitch, please.